Ey, mein Torwart hat nichts drauf. Gar nichts. Nur Zahnbelag. Hast du ihn geschossen? Ja. Ja! Ausgleich. Der schießt ihn immer weg von mir. Der kriegt den schönen Schuh gespielt. Ja. Was ist da los? Nein, lass mich in Ruhe. Puh, da kam er wieder von hinten. Ja, sehr gut. Der war schön in die Ecke gepfeffert. Wo schießt du denn hin? Wo ist der Puck? Was war das denn? Oh, ey, mein Spacko ist so dumm. Zu mir. Ah, abgewehrt, scheiße. Mein Puck. Das war knapp. Aber wir haben die 5 Tore. Gut gemacht. Nimm das. Wenn du lange genug drauf starrst, siehst du vielleicht gar nichts mehr. So, ich glaube, das war's. Glaube ich mal. Du kannst weiter üben, wenn du willst. Aber um 6 musst du hier weg sein. Ja, 6 ist schon durch. Okay. Dann geht's weiter. Machen wir erstmal das da drüben, oder? Puh, der war aber knapp. Mich sonst umgewalzt, der Kerl. Hallo! Okay, das war's hier oben. Kamera. Dankeschön. Mein Kopf juckt. Ich muss darüber. Ich habe das zwar früher immer gemacht. Aber es ist ein bisschen assig. Okay. Hier ist sonst nichts mehr. Okay. Dann reden wir mal mit dir. Gott sei Dank hast du diesen bösen Geist verjagt. Aber jetzt versteckt er sich in den Statuen. Fackelst du alle 10 Statuen auf einmal ab, verjagst du ihn sicher für immer. Zehn grüne Statuen abfackeln. Gut. Mach mal ditte. Fangen wir mal mit den beiden an. Sind ja echt beide grün. Ja. Da ist ja noch eins. Achso, der kommt auch nicht mehr zurück in die Statuen, weil das hatte ich früher irgendwie immer Schiss vor. Geh
gehen wir erstmal hier rüber. Hier oben war man nämlich schon nicht. Hier habe ich auch noch eine. Die habe ich früher sehr gerne vergessen. Was ist das? Sieht so aus. Dann war hier unten, glaube ich, noch einer. Oder irgendwo eine. Ja, da. Und ist hier noch eine. Dann war hier drinnen noch eine. Ja, mach du mal. Dann war da drüben noch eine, genau. Ja. Sieben. Da vorne waren, glaube ich, zwei. Gemacht, Spyro. Du hast den bösen Geist verjagt. Warum nimmst du nicht das hier? Ich hab's vom Tempel geliehen. Ha, sie brauchen es nicht. Die hat es einfach mal so geliehen und sagt dann aber, ja, die brauchen das nicht. Eigentlich sollen wir die ja für den einsammeln, deswegen ist es ein bisschen unlogisch, dass der uns die gibt. Auf jeden Fall müssen wir noch hier runter. Dann haben wir auch, glaube ich, schon bald alles. Eine dicke Rakete. Voll niedlich! So. Yes! Wonder Bra! Bin ich da doch ein bisschen stolz drauf jetzt. Gut. Gut, dann können wir jetzt hier schon wieder nach Hause düsen. Hui! Aber ich bin mir relativ sicher, dass es hier ein Kolossus. Dass es hier ein Kolossus, einen Könnerpunkt gibt. Ich weiß noch nicht wo. Aber ich bin der Meinung, dass wir am Ende so ein Buch bekommen, also in unserem Buch wird das dann drinnen stehen, ja, was wir alles da irgendwie machen müssen für die Könnerpunkte, mein ich mal. Wenn ich falsch liege, bitte berichtigt mich. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt ich glaube, wir können in beiden Leveln noch nicht alles holen. Wir hätten ja einmal Horikos und Schattiguase. Das ist auch in diesem Teil. Ich musste gerade mal husten. Das ist auch in dem Teil. Ja, Schattige Oase gibt's auch in jedem Teil, aber erst in Herbstfeld. Ich muss mal gerade zurückschreiben hier. Einen Moment. Voll unprofessionell. So. Sonnenstrand, genau.
Aber ich würde sagen, weil... Wow! Weil Horikus rechts ist und man von rechts nach links liest, machen wir erst Horikus. Oder wie das auch immer ausgesprochen wird. So, ich finde diese kleinen Brillenträger-Dinger voll niedlich. Wir hatten immer Ärger mit den Daumenschraubern und jetzt haben sie Kraftfelder errichtet, um uns zu trennen. Wenn du Dioden findest, kannst du die Felder ausschalten. Ich glaube, dass hier irgendwo eine Diode ist, aber meine Augen sind nicht mehr das, was sie mal waren. Ich finde die so putzig, die kleinen Dinger. So. Nein! Nicht viele. Was hast du gesagt? Nein! Okay, dann machen wir die schon mal hier rein. Oh ne. Mach deine Arbeit gut. Ach genau, hier gibt's einen Könnerpunkt, wenn wir alle diese kleinen Mühlen kaputt machen. Da kann ich mich noch dran erinnern. Und eine Regenbogen. Und kleine Ratten. Okay, warten wir mal jetzt. Machen wir mal erst den, bitte. Was machen die denn da draußen? Nehmen die das halbe Dorf auseinander, ey. Huh, das war knapp. Hallo, du Mann. Okay, die Dioden kann Sparks auf jeden Fall nicht aufheben, so wie es aussieht. Aber wir gehen hier erstmal rüber. Da oben kommen wir später noch hin. Dann machen wir erstmal das hier drüben. Ich mag dieses Level hier irgendwie. Sieht zwar richtig ungemütlich aus, aber ich finde das irgendwie voll toll. Mit den süßen kleinen... Ich weiß noch nicht mal, wie die heißen. Doch, da stand da eben Sepp, der bla 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 oder so. Oh nein, hier geht's so... Ah, ich glaube, wir müssen dafür aber klettern kommen. Nein, 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 nein. Lass mich mal hier alle in Ruhe. Ich meine, wir müssen aber klettern können. Jedenfalls mag ich das nicht. Ganz einfach. Ist hinten noch irgendwas? Ja, natürlich. Eine versteckte Dings. Ach, da. Das war klar. Entweder mache ich den einen kaputt. Krieg keine gescheuert. Nee, andersrum. Ach, egal. Drauf geschissen. Okay, wir machen jetzt erstmal das Dumme. Das mag ich nämlich nicht. Falls wir das schon machen können.